Wer an Zypern denkt, denkt an Strände, klares blaues Wasser und eine trockene mediterrane Landschaft. Schön. Und an Golfplätze? Nicht unbedingt. Doch die Touristenströme gehen zurück und viele auf der Insel halten Golf für die Lösung, um den Abwärtstrend zu stoppen. Den Statistiken der Europäischen Golforganisation zufolge gibt es in ganz Europa mehr als 4 Millionen Spieler in verschiedenen Golfclubs. Das ist ein potenzieller Markt für uns, denn während der Wintermonate sind die Golfplätze in Zentral- und Nordeuropa wegen des schlechten Wetters geschlossen. Dann suchen diese Golfer nach Zielen im südlichen Mittelmeerraum. Dies ist einer von bislang 3 Golfplätzen auf Zypern. Ein 4. soll kommendes Jahr eröffnet werden, 9 weitere sind geplant. Das bedeutet eine Menge Gras, das bewässert werden muss. Und das auf einer Insel, die im vergangenen Jahr wegen einer Rekorddürre Wasser importieren musste. Ölgefeuerte Entsalzungsanlagen sollen das Problem lösen. Doch sie haben auch Nachteile. Dieser Prozess kann zu einer Salzkonzentration in der Umgebung der Anlage führen. Das größte Problem ist aber, dass wir Energie nutzen, um dieses Wasser zu produzieren. Mit anderen Worten, es wird CO2 erzeugt. Das empört viele Umweltschützer. Ihrer Meinung nach werden die Entsalzungsanlagen aus den falschen Gründen gebaut. Entsalzung ist ein notwendiges Übel. Aber wir brauchen das Süßwasser für uns, für die Menschen, zum Trinken, zum Waschen, für unsere Bedürfnisse. Wir brauchen es nicht, um Golfplätze zu bewässern oder zahllose Villen zu bauen. Der Tourismus steht für ein 1/7 von Zyperns Bruttoinlandsprodukt. Das Land braucht eine Lösung, um die Branche zu stärken. Doch ob gerade Golfplätze das nachhaltig richtige Grün bringen, das bleibt weiter umstritten.